Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz hat die Polizei im saarländischen Sulzbach einen Tatverdächtigen festgenommen. Dort wurden am späten Nachmittag ein Fahrzeug aufgespürt und zwei Wohnungen durchsucht, so eine Sprecherin der Polizei. Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Rheinland-Pfalz konnten wir in Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Kräften zwei Wohnobjekte und ein Fahrzeug hier im Bereich der Bahnhofstraße in Sulzbach lokalisieren. Wir hatten halt Hinweise darauf, dass der 38-jährige Tatverdächtige, nachdem öffentlich gefahndet wurde, sich hier aufhält. Das hat sich im Endeffekt jetzt auch bestätigt, glücklicherweise. Und Spezialeinheiten aus Rheinland-Pfalz und Saarland konnten den Tatverdächtigen im Bereich des Fahrzeuges widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei ein weiterer Mann gefasst worden, teilte die Polizei mit. Derzeit werde geprüft, ob er mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehe. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe. Bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße waren in der Nacht auf Montag zwei Polizeibeamte erschossen worden. Die Polizei hatte daraufhin nach einem 38-jährigen Mann gefahndet.